Gut, dann holen wir sie mal. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kurganischen Rebellionen nachzustellen. Wäre schon lustig. Und die Kroganerinnen? Sollte man die Kroganerinnen ausliefern? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Na gut, das ist erstmal alles. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Bio-Quarantäne-Protokoll aktiv. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hat er nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Er redet komisch. Proteaner, großartig. Wieder bei der STG? Sonderberater, wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen, dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Aber die Daten, was ist mit denen? Und Malens Forschung, wir hatten sie doch gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Sie haben ihr Bestes getan. Sie haben sicher ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät, jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Das hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnot Rex und ich sind hier, um Sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Warum so besorgt? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Ich möchte die Kroganer retten. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Wie freundlich. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt.
Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Kamp überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Ich muss ihr Mut machen. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Gut, zum Fahrstuhl. Feindliche Schiffe. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Gut. Ja, mal. Ach du Scheiße. Bombe! Zurück! Für Verzögerungen ist jetzt keine Zeit, Commander. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus. Dann mal los. Shepard, Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Ich bin unterwegs. Hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mach bis dahin, Cerberus. Zeitbeschuss von Position Teil 4. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Bestätigen Sie. Was haben wir denn da Feines? Ja, super. Gut. Sicher noch mehr. Für die haben wir jetzt erstmal keine Zeit. Noch mehr Feinde. Ach komm, ist doch nicht wahr. Sie dürfen nicht dem Labor entgegengehen. Kroganerin wird sterben, wenn wir das nicht rasch beenden. Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Ich bezweifle, dass Dr. Tassoni das witzig fände. Shepard, Cerberus-Truppen am Kontrollpunkt. Versuchen, Kroganerin zu töten. Unterstützung erforderlich. Der Kontrollpunkt! Er liegt unter Beschuss! Wir müssen einbleiben! Cerberus vor den Tank, Shepard. Brauche Unterstützung. Bin dabei. Zum Zustand der Kroganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kroganer-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Mist! Holen wir die mal runter. Nächster Kontrollpunkt. Wo ist die Minerva? Sie hat auch nicht. Shepard, nun machen Sie schon. Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken. Shepard, letzter Angriff hat Sicherheitssysteme beschädigt. Versuche Reparatur. Durchhalten. Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Mordin. So, das war's. Alle Feinde am Boden. Gut. Cerberus scheint ziemlich gut motiviert zu sein. Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. In der Tat. Ungetroffen, Sie haben Befehl, die Schreibung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Konfrontation dürfte schwierig werden. Ein Kanadier würde überreden, das Gottversprechender. Wir müssen uns um die Geschütze kümmern. Gut, sie sind alle tot.
Der nächste Kontrollpunkt müsste ganz der in der Nähe sein. Ist tot. Cerberus ist bestimmt auch dorthin unterwegs. Scan wird durchgeführt. Dr. Solis Theorie ist wahrscheinlich korrekt. Cerberus wurde über die Anwesenheit der Kroganer informiert. Ihre Reaktionszeit ist zu kurz. In jedem Krieg. Verräter. Ich gehe nach oben. Ich muss nochmal nach oben. Es tut mir leid, wenn ich mal nichts labere. Ich bin so konzentriert, was das angeht. Ich habe gerade erst bemerkt, ich rede gar nicht. Meine Güte. Ah, wenn ich so konzentriert bin, dann rede ich nicht. Okay. Okay, scheint hier alles frei zu sein. Ah! Vorsicht! So, umgehen wir mal die Tür. Nach wie vor Feindpräsenz. Tank unter Beschuss. Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Verdammt, sie haben den Tank hier ganz schön beschädigt. Scheiße. Spezies 408. Baron. Beeilung, Shepard. Eindämmungsschild fällt aus. Shepard, vermute Cerberus hat Energie abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn sie Notfallsysteme umleiten. Gut, gut. Oh, scheiße. So. Schnell zurück. Können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Machen Sie weiterhin Druck! Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau! Jawohl! Komm schon! Ja. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild wird schwächer. Viel verkraftet er nicht mehr. Ich bin nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Admiral Drax noch. Er muss. Wir sehen uns dann oben. Kroganerin Kuss. Töten wir sie. Niemand kommt an diese Kroganer an. Feinde neutralisiert. Verschwinden wir von hier. Shepard! Wir sind fast wieder in der Landezone. Beeilen wir uns mal, bevor... Vermutlich sicher. Brauche jetzt letzte Freigabe, Shepard. Kein Problem. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Das ist viel zu viel Stress für sie. Hoffen wir mal, sie hält durch. Na super. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Ah. Das ist nicht gut. Ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich.
Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann ich raus? Abstand halten, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard, sie ist ungeschützt. Gut, versuchen wir es. Aber ich ziehe meinen Körper vor. Und sie sind tot, wenn sie nicht das Feuer eröffnen. Ja, geschafft. Shepard, ich glaube, sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Das ist gut. Was hat er mit Cortez gemacht? Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns! Bringen wir sie weg von hier. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Die hat Feuer. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ist jetzt auch egal. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Wir kriegen das hin. Hoffentlich. Das ist wirklich gewaltig. Riesig. Wow. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ist es auch. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert.
Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Tun Sie Ihr Bestes. Dann fangen Sie an. Und beeilen Sie sich. Wie immer. Bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Nun gut, sehen wir uns mal die galaktische Bereitschaft an. Und es tut mir nochmal leid, dass ich so stumm war. Ich musste mich so richtig konzentrieren, was es angeht. Und wir sehen jetzt hier, wow, 799. Es liegt einfach mehr daran, dass ich ein bisschen online hier gespielt habe. Man sieht es ja auch hier. Jo, es ist ein bisschen hochgegangen, aber wir müssen noch weiter daran arbeiten. Ach, komm, Wortsalat im Mund und im Kopf. Gut. Wir machen jetzt halt mal Feierabend für heute. Ich bin müde, kaputt und einfach nur innerlich, äußerlich zerstört. Nein, nicht so zerstört, wie ihr denkt. Einfach mal kaputt. So, ich sag dann mal bis dann und viel Spaß noch.